Oh, guck mal, ich sehe aus wie Kim Kardashian. Und da sitzt Bella. Wie schön ist bitte Hamburg? Guten Morgen, es ist super, super früh. Ich bin noch sehr froschig unterwegs. Ich muss erstmal aufwachen. Ich bin Aminata Belli, ich bin die neue Otto Style Diaries Moderatorin, wie ihr ja schon wisst. Und deshalb habe ich mir gedacht, stelle ich mich mal mehr vor und nehme euch heute mit an einen 24-Stunden-Vlog. Da könnt ihr mich besser kennenlernen und kriegt mal einen Einblick in meinen Tag. Und als wäre das nicht schon genug, ich habe hier ein Handy und dort gibt es Fragen an mich, damit wir auch ein kleines Q&A hier dabei haben, die ich im Laufe des Tages beantworten werde. Und ich glaube, die erste beantworte ich jetzt schon. Wie geht es dir? Mir geht es super. Es ist sehr früh morgens und mir geht es so gut. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, weil heute alles gut ist, heute ein toller Tag wird und die Sonne scheint. Ich mache mir jetzt erstmal Kaffee. Ohne Kaffee geht es nicht weiter. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Löst euch von dem Kaffee. Der ist nicht gut. Aber ich liebe Kaffee und ich liebe diese Tasse. Ich freue mich. Leute, ich muss mich jetzt ganz schnell fertig machen. Ich wollte eigentlich in 2 Stunden los, aber einmal hat mein Kameramann gerade angerufen, also mit dem ich mich gleich treffe, weil wir was filmen, davon erzähle ich euch gleich. Und er kann jetzt doch 2 Stunden früher. Ich wollte auch erst 2 Stunden früher. Aber ja, jetzt muss ich mich beeilen, weil ich muss jetzt sofort gleich los zu ihm. Wo ist denn dieser Knopf? Sonnenschein in Hamburg! Ich suche gerade mein Auto, ehrlich gesagt, und ich glaube, ich muss mein Handy weg, meine Kamera wegpacken, weil sonst wird das nichts. Tada! Wir haben tolle Snacks und den tollsten Kameramann auf der ganzen Welt. Das ist Patrick. Wir haben heute ein tolles Projekt, aber das erzählen wir euch gleich. Erstmal essen wir Nüsse. Patrick und ich sind jetzt auf dem Weg zu einer Location und dort werden wir es drehen, und zwar eine Art Imagefilm für eine Charity-Aktion von meinem Bruder aus Gambia. Das Ergebnis werdet ihr auf meinem Instagram-Account sehen, also guckt euch das super, super gern an, unbedingt an, damit ihr es unterstützt und wisst, worum es geht. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig und ich freue mich, wenn ihr euch das anseht, aber wir müssen es ja erstmal drehen. Aber es ist ja toll, weil Patrick hilft mir. Und ich habe gerade noch eine Frage bekommen: Welche Stadt hat dich bisher am meisten beeindruckt? Ich glaube, mich hat am meisten New York beeindruckt, ehrlich gesagt. So mit 15 war ich das erste Mal da und ich war unfassbar beeindruckt. Ich habe geheult, als ich über die Brücke gefahren bin und die Wolkenkratzer sah. Und ich habe auch geheult, als wir wieder weggefahren sind, weil ich traurig war, dass wir New York verlassen. Und ich glaube, New York hat mich am meisten beeindruckt. Patrick hat große Oberarme. Ich soll mich verkabeln, damit man mich auch hört. So, ich bin vertont. Also wir drehen jetzt hier weiter, hier jetzt an einer schöneren Ecke. Wie gesagt, wenn ihr das Ergebnis sehen wollt, guckt es euch an. Ihr solltet es euch angucken. Ich kann das nur oft genug sagen. Falls sich übrigens jemand fragt, welchen Lippenstift ich hier trage, ich trage meinen eigenen Lippenstift. Den gibt es in der Drogerie gerade zu kaufen. Ist es nicht der Hammer? Aminata Belli, Lippenstift. Wir gehen jetzt Richtung Ottensen. Dort bin ich nämlich eingeladen in eine Talkshow und habe dort ein paar Gespräche über Beauty und solche Sachen. Bin sehr gespannt, freue mich sehr drauf. Um 14 Uhr bekomme ich da auch nochmal Make-up, wobei ich bin ja geschminkt. Brauche nur nochmal Touch-up. Und ich habe die nächste Frage. Gibt es eine Sache, die du unbedingt mal machen, sehen, erleben willst? Ich würde gern erleben, dass mein Kind in die Drogerie geht und kann sich alles für sich kaufen. Egal ob Foundation oder Haarprodukte oder irgendwas. Oder dass es mir vielleicht auch passiert, dass es einfach ein gleichberechtigtes Sortiment gibt in allen Läden. Das fände ich toll. Wer ist der schöne Mann da? Der wird mich jetzt schminken, damit ich noch mal besser aussehe. Okay, zoom noch mehr ran. Ja! Genau so! Ein Touch-up bekomme ich. Okay. Eigentlich hätte ich gerne ein komplett neues Make-up. Ja, dafür bist du zu spät gekommen. Wir kommen einfach um 2. Weil wir noch gedreht haben. Aber ich habe vorher traurig. Bescheid gesagt, ich habe mich gefreut. Kommen. Ich habe extra Töne for your skin, weißt du? Egal, wir machen Touch-up mit Retouch-Make-up, okay? Oh, guck mal, ich sehe aus wie Kim Kardashian. Übrigens habe ich noch ein paar Fragen zu beantworten. Wie bist du Moderatorin geworden? Ich war vorher, habe ich beim Modemagazin gearbeitet, aber ich habe schon immer, schon während meines Studiums hatte ich ja, oder bevor ich studiert habe, habe ich meinen YouTube-Channel gegründet und habe, wow, dann dadurch, glaube ich, ein paar so Jobs bekommen, weil ich es halt dann mehr gemacht habe. Ich habe angefangen dann auch mit dem NDR zusammenzuarbeiten und so. Die sind halt über YouTube quasi auf mich aufmerksam geworden und ich habe immer Moderatorin Jobs gemacht neben den Jobs hinter der Kulisse. Von daher kam das einfach so ineinander über und dann wurde es immer mehr und jetzt mache ich das hauptsächlich. Und wenn alles verblendet wird, sieht man natürlich
schön aus. Und da sitzt Bella, weil Bella gerade die Remunerationstaten nochmal durchgeht. Das Publikum. Gleich startet die Live-Show. Jetzt werden noch ein bisschen Sachen hier besprochen. Und jetzt bekomme ich auch nochmal einen neuen Ton natürlich, weil ich ja auch hier wieder gehört werden will. Ich sehe so krass anders aus, ich erkenne mich selber nicht. He did such a good job. Der Dreh ist jetzt fertig. Ich muss jetzt gleich nach Berlin, weil ich fahre jetzt nach Berlin gleich, um die Style Diaries zu drehen morgen. Ich bin so sehr aufgeregt, aber ich muss meine Skripte noch lernen. Ich muss noch einiges machen. Aber jetzt muss ich erstmal essen, weil das war jetzt schon ganz schön lang hier. So, ich habe meine Brille wieder aufgesetzt. Ich gehe jetzt zum Car2Go. Und in der Zeit, in der ich zum Auto gehe, werde ich hier nochmal ein paar Fragen beantworten. Mit welchem Unternehmen würdest du gerne mal zusammenarbeiten? Otto natürlich. Oh mein Gott, Leute, wie schön ist bitte Hamburg. Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Oh mein Gott, ich habe es endlich nach Hause geschafft. Es hat so unglaublich lange gedauert, nach Hause zu kommen. Aber es ist jemand zu Hause, der mich dort überrascht. Hallo. Oh, meine Mama. Hammer Outfit. Du bist bei Otto, YouTube. Ja, toll, ne? Gefällt mir. Und deine Haare sehen toll aus. Ja, ich war ja heute bei meinem Lieblingsfriseur. Schön. So, ich habe alles gepackt und gerade gesehen, dass der letzte Zug jetzt um 21.51 Uhr fährt. Das ist auch der letzte, den ich nehmen kann. Das heißt wiederum, dass ich um 23.50 Uhr in Berlin sein werde. Dann auch meine Skripte lernen muss und so weiter und so fort. Und ja, traurig, bin das alles so spät geworden ist, aber... Wir sind am Bahnhof. Mama hilft mir, die Sachen mit runterzutragen, weil ich so viel habe. Mega nett. Sie muss mir helfen, weil ich würde meiner Mama auch immer helfen, wenn sie Hilfe braucht. Ich eigentlich schon betrost. Ich kaufe jetzt einen Parkschein. Wir holen uns noch was zu essen, Proviant für die Reise. Sushi ist zu teuer, da haben wir kein Geld für. Du kannst einen Laugenbrezel haben. Du hast ja tolle Schuhe, sag mal. Die glitzern ja, das ist ja der Hammer. Das ist ja der Wahnsinn. Weißt du was? Dieses YouTube-Video erscheint bei otto.de. Das werden viele Menschen sehen. Ist es okay für dich? Ja. Ja, das habe ich bei Otto gekauft. Ich muss auf jeden Fall mein Kardashian-Style-Make-up abmachen. Jetzt geht's erstmal. Take it off. Ich bin gerade voll fertig mit der Welt, ey. Es ist gerade 0.48 Uhr. Ich bin heute Morgen um... Ja, ihr wisst, wann ich aufgestanden bin. Es war den ganzen Tag super, super viel zu tun. Ich habe hier noch eine Frage, die ich beantworten möchte, bevor ich schlafe. Und zwar, wie schaffst du das immer so verdammt fröhlich und positiv zu sein? Ich glaube ehrlich gesagt, dass es von meiner Mama kommt. Ich habe übrigens mit Mama auch ein Partner-Tattoo. Seht ihr das? Ein Smiley. Immer lächeln und gut drauf sein, weil dann wird auch alles besser sein allgemein. Also man geht ja schon mal mit einem positiven Mindset an Sachen ran und dann wird es auch im Endeffekt positiv werden. Ich bin ultra müde, muss mir gleich noch mal die Skripte angucken, die ich eben auch im Zug angucken wollte, aber da waren wir schon da. Ihr seht, dass der Fernseher läuft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir werden uns ja wiedersehen bei den Otto Style Diaries. Ich freue mich total, dass ich das mache. Ja, ich hoffe, euch hat dieser Einblick in meinen Tagesablauf gefallen. Jeder Tag sieht bei mir anders aus. Ehrlich gesagt, morgen wird es wieder anders aussehen. Habt einen wunderschönen Abend und wir sehen uns. Tschüss.